Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Valheim, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Heute werden wir mal nicht bauen, morgen wahrscheinlich auch nicht. Ich habe die Woche ein bisschen Stress und deswegen werde ich nicht so richtig dazu kommen. Aber ihr hattet mir geschrieben, ihr wundert euch, warum ich noch keine Zwiebelsamen habe. Und Zwiebelsamen soll es angeblich im, wie heißt es gleich, in den Ebenen bei diesen komischen Lagern geben. Da gehen wir heute mal hin. Wir werden jetzt ein bisschen Action haben. Ich hoffe, wir kriegen nicht so sehr auf den Sack und sterben wieder. Ich will mir, ihr seht schon, Silber ist noch durchgelaufen. Das ist allerdings das letzte. Hier haben wir nur noch Eisen. Hier ist auch noch Eisen. Allerdings fehlt uns jetzt tatsächlich Silber. Hier haben wir zwei Silberbarren. Ich möchte nämlich gern den Traugerbogen noch schnell mit euch bauen. Wartet mal. Dafür brauchte man das hier, oder? Mal schauen. Wo baue ich den denn überhaupt? Jägerbogen? Da ist er, Traugerbogen. Da brauchen wir noch zweimal Silber. Wir können den dann natürlich nicht aufwerten. Und uralte Rinde. Ich habe übrigens mein Lager noch nicht eingeräumt, Leute. Wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen Zeitstress. Ich bin froh, dass ich hier überhaupt irgendwie die Valheim-Folgen gerade aufnehmen kann. Was wollte ich jetzt? Ah ja, hier die Rinde. Es geht nur mit Rinde. Wir schauen mal, was kann denn der Bogen? Der ist jetzt bei, was macht der? Stechen 41, 18 bis 30. Was auch immer diese 18 bis 30 zu bedeuten hat. Da ist unser letzter Silberbarren. So. Und jetzt schauen wir mal, was macht der hier? Der macht schon mal Stechen 47 auf der Stufe 1. Das ist doch schon mal was, Leute. Den holen wir uns jetzt. Da ist er. Trauger Fangzahn. Aufwerten kostet wahrscheinlich wieder Silber. Wartet, lasst mich mal gucken. 10 Silber tatsächlich. Habe ich gerade nicht, Leute. Habe ich gerade nicht. Dann muss es so gehen. Dann packt das mal alles hier rein. Was haben wir hier noch? Ich nehme mal Feuerpfeile. Haben wir 57 Stück. Nadelpfeil 59. Das sollte reichen. Dann packt den mal hier hin. Achso, ich habe hier übrigens das hier noch ein bisschen verändert. Ne? Diesen Eingang. Hab jetzt hier den Weg auch so schön gemacht. Ja, das ist hier ein bisschen hügelig. Das ist halt ein Wikingerdorf, ne? Da ist halt ein bisschen hügelig. Das kriegt man alles schon noch hin. Ich habe es übrigens immer noch nicht ausprobiert, weil ich nicht so ganz genau weiß, was ihr meint. Und zwar diese Schilder links oder rechts hinterm Portal anbringen. Wie meinten ihr das ganz genau? Meint ihr da hier dahinter? Soll ich da erstmal das Portal nochmal vorher abreißen und dann das Schild setzen? Oder wie ist das gemeint, Leute? Das könnt ihr mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Die Kunden, die lassen wir auch bald schweben. Jetzt geht es aber erstmal in die Ebenen. So, gegessen haben wir. Wir haben noch einen Silberbarren, den können wir erstmal rauslegen. Wartet, Leute. Wartet, wartet, wartet. Oder haben wir hier noch irgendwo Silber? Hatte ich hier nicht noch? Nee, das ist alles Eisen. Leute, mit dem Silber sieht es schlecht aus. Genau, in der nächsten Folge, die wird auch mal noch ein bisschen abenteuerlich, möchte ich gern mit euch nochmal ins Schneegebiet. Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen Silber abbauen. Ich glaube, ich hatte mir ein paar Stellen markiert, wo es Silber gibt. Und zwar brauchen wir noch mehr Fenrir-Felle. Ich will unbedingt mal diese komische Fenris-Rüstung ausprobieren. Da habe ich übelst Bock drauf. Mal mit Fäusten. Dann gehen wir aber ins Startgebiet, was weiß ich, in die, nicht in die Ebenen, ins Grüne, ne, ins Grasland. Und kloppen dort mal so kleine Praktikanten weg. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. So, dann gehen wir mal hier durch. Unser erstes Portal habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe jetzt auch, ihr hattet mir auch geschrieben, beziehungsweise Queen hatte das geschrieben. Das funktioniert ja super. Wieso komme ich denn jetzt hier raus? Das ist doch... Ach, ich bin doof. Ich habe das Schild umbenannt, aber nicht das Portal. Ich bin so hemmungslos bekloppt, ey. Oh Mann, ey. So, jetzt aber. Scheiße. So, jetzt müssten wir eigentlich in den Sümpfen rauskommen. Genau, was hatte mir Queen geschrieben? Ich hab's vergessen. Oh, warum kann ich denn hier nicht in die Sümpfe? Meine Güte. Ich glaube, es braucht ein bisschen. Jetzt habe ich es vergessen. Ich bin völlig aus dem Konzept. So, und jetzt müssten wir theoretisch... Oh ja. Da sind wir, Leute. So. Dann schauen wir mal. Ich würde sagen, hier ist Teer. Ich glaube, hier ist... Wir gehen erstmal Richtung Teer, Leute. Was liegt hier für Müll rum?
Ah ja, hier haben sie sich gekloppt, die Idioten. Genau, und in der letzten Folge die Woche bauen wir dann unsere kleine... Nein, 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 nein! Unsere kleine Drachenbase auf. Was ist denn hier? Lass mich in Ruhe und du auch. Ich möchte in die Ebenen. So, gib mir deine Nadeln. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, alles gut. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, ob ich genug Festplattenspeicher habe. Mein Gott, warum lasst ihr mich denn nicht einfach mal in die Ebenen? Schluss jetzt hier mit deinem Rumgezicke. Okay. Oh, das ist auch noch so ein riesiges Dorf, Leute. Das könnte lustig werden. Wir versuchen es einmal von einem erhöhten Punkt erstmal diesen Großen wegzulocken, ne? Guck mal, dort ist der erste Große. Dann nehmen wir mal für den Feuerpfeile. Wie hoch muss ich zielen, dass ich den treffe? Oh, okay, der war perfekt. Da kommt ein kleiner Max. Ja, die weichen immer so aus, die Blödmänner. Pullinger, komm ran. Oh, Alter. Kriegst du es mal gebacken? Was ist denn jetzt mit dir? Komm, bevor der Große kommt, will ich dich platt haben. So. Ja, du kannst schreien, wie du willst. Oh, oh. Eieieiei. Naja, brenn, brenn, brenn. Wir müssen die jetzt nacheinander machen, Leute. Das nützt nichts. Anders kriege ich die wahrscheinlich nicht platt. Ich glaube, die machen richtigen Schaden, die Arschgeigen. Okay, er geht zurück. Wo geht denn er hin? Hey, bleib hier. Ah, da ist er. Na, da war nichts. Okay, der hat Schiss. Der hat Schiss, Leute. Hätte ich auch an seiner Stelle. Oh, da ist ein Lox, den dürfen wir nicht treffen. Wenn die jetzt auch noch mitmischen, die Loxe, dann haben wir ein Problem hier. Obwohl ich ja gern mal Loxfleisch hätte. Okay, ich probiere doch mal die Pfeile. Ja, die machen wesentlich mehr Schaden. Guck mal. Okay, hat er was gedroppt? Moltebeeren nehmen wir mit. Wo ist er denn? Hat er was gedroppt? Ah ja, Schwarzmetall, Münzen. Gut. Sechsmal Schwarzmetall, nicht schlecht. Hier, die Knochen, die haust du raus. Den ganzen Scheiß raus. Innereien. Das machen wir nächste Woche auch noch. Mal dieses, diesen Innereien, diese Innereienmaschine bauen. So, Freunde. Jetzt wird natürlich schlechtes Wetter, es war wieder so klar. Okay, der war instant down, ne? Das war so ein Schamane, da müssen wir aufpassen. Da ist noch so ein Schamane. So, Fullinger. Komm ran. Da kommt der nächste Fullinger. So, Fullinger ist down. Ist das dort noch ein Schamane? Ich sehe es gerade nicht so richtig. Oh, ich sehe es gerade nicht so richtig. Oh, oh. Wer lacht denn hier so sehr? Genau, wir müssen als erstes diese komischen Schamanen wegkloppen. Weil die sind richtig scheiße, die Jungs. Oh, das ist ein. Das ist einer mit Stern. Naja. Okay, den haben wir weg. Der war gut. Wir holen uns hier alle nacheinander. Ich riskiere ja nichts, Leute. So, der ist auch minus. Oh. Ah, den habe ich gar nicht gesehen.
Komm her, du Blödmann. Wo willst denn du hin? Hier spielt die Musik. Okay, wenn wir die ins Schwanken bringen, ist gut, ne? Dann läuft der Laden. Gesundheit sieht auch noch gut aus. Hier kommt der nächste Idiot. Bullinger, komm ran. Genau, immer feste drauf. So, das geht ja schon mal ganz gut, Leute. Oh, der war daneben. Ja, er ist an seinem eigenen Lagerfeuer verbrannt, der Trottel. Oh, da kommt ein... Der hat, glaube ich, einen Stern. Ich sehe ihn gerade nicht. Wo ist er? Da. Mist, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Okay, der ist down. Hä, wieso... Es sah gerade so aus, als ob die Pfeile Giftangriff hätten. So... Kriege ich den noch platt hier? Ja, wunderbar. Oh, jetzt kommen sie alle. Das war schlecht. Jetzt kommen sie alle, Leute. Weg, 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 Beutel. Beuteline. Ja, beruhige dich doch mal, du Blödmann. Kriegst doch schon deine Pfeile in den Kopf. Ey, guck mal, die machen irgendwie Giftschaden. Kann das sein? Das sind doch aber ganz normale, wie heißen die? Naja, Nadelpfeile. Wieso machen die denn Giftschaden? Das ist mir neu, Leute. Ach nee, das kommt von meinem Bogen, ne? Der macht einen Giftschaden. Oh, ey, das ist ja geil. Also der Bogen in Verbindung mit Nadelpfeilen. Obwohl, ihr hattet geschrieben Obsidian-Pfeile, ne? Soll ich mal machen. Sind die besser oder schlechter als die? Wo will denn der jetzt hin, der Blödmann? Der hat keinen Bock mehr auf uns. Der stinkt. Der stinkt, der leuchtet grün. Na gut, wenn er auch nicht will, dann hat er schon. Dann muss er nicht mit uns. So, wartet. Hier ist eine Mücke. Weg, 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 weg. Steck die scheiß Waffen weg und renn, du Blödmann. Frau. Mann, du blöder Mosch aufs Ochse oder was auch immer du bist. Steck die Waffen weg, dann kannst du besser rennen. Oh nee, Mann, die scheiß Mücke macht mich wahnsinnig hier. Oh. Oh, diese blöde Mücke. Ich krieg die nicht weg. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Renn jetzt, Mann. Oh ey, ich werd wahnsinnig mit dieser dämlichen Scheißmücke. Die verfolgt mich aber auch. Jetzt gehörst du mir. So. Okay, was macht denn jetzt dieser komische Lox? Lässt er mich in Ruhe? Lässt er von mir ab? Mann, 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 Mann. Jedes Mal das Theater. Und wo rennt denn der dort rum? Was macht denn der? War das überhaupt das Dorf? Ja. So, wir umlaufen das mal ein bisschen. Wir suchen noch die Schamanen, Freunde. Weil die sind hier die gefährlichsten. Weil die heilen immer alle. Oh, da kommt einer. Bullinger, komm ran. Oh, ey. Dann machen wir es eben auf die harte Tor, du Blödmann. Ich muss immer mal hinter mich gucken, nicht, dass der Große jetzt kommt. So, da ist der Nächste. Er hat mir... Pfullinger Trophäe. So, das Problem ist, das wiegt doch bestimmt eine Menge hier, oder? Schwarzmetallschrott. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns überladen. Boah, Leute, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Wie viel sind denn hier, ey? Komm, schalt erstmal den dort aus. Ja, war ein bisschen drüber.
Okay, der ist minus. Oh, ey. Dass ihr immer so scheiße rennt. Wo willst denn du hin jetzt? Hallo? Oh, ey. Ey, wie sind denn das hier, Leute? Na komm, ran jetzt. Oh, der will nicht. Na dann mit dir. Okay, Leute, das kann echt witzig werden. Das hört hier gar nicht auf. Ich habe das Gefühl, hier spawnen unendlich viele. Ich will da eigentlich noch Zwiebelsamen, Jungs. Hast du mal eine Zwiebel? Weg, weg. Renn! Renn! Oh, fuck. Ah! Mann! Es kotzt mich an, diese Scheiße! Und jetzt sind die Taschen wahrscheinlich wieder überladen. Mann, ey. Da kriegst du es doch mit dem Kopf. Ja, komm, aufstehen, nicht ausruhen. Komm, du hast zu tun, kleine Maus. Haust du hier ein bisschen was zu essen rein? Nimmst du hier mal so ein Ding mit? Genau. Haben wir hier noch irgendwas zu essen? Natürlich nicht. Boah. Nervig, ey. So, wo ist unser Zeug? Augencreme. Schlangeneintopf, genau. Und wo ist unser Rübeneintopf? Hier. Mann. So. Jetzt ist natürlich... Oh, jetzt ist natürlich auch spät. Okay, wir gehen schnell pennen. Wie viel sind denn dort, Leute? Das ist doch nicht normal. Können wir denn noch Pfeile herstellen? Wir brauchen mehr von diesen Nadelpfeilen. Komm, steh auf, steh auf. 27, naja, können wir doch mal ein bisschen was machen hier. So. Ich hoffe, das Inventar war jetzt nicht so voll. Nicht, dass wir wieder die Hälfte unserer Sachen nicht wiederbekommen. Ja doch, ich glaube, das ist zu voll. Scheiße, Leute. Oh Mann, ey. Naja, müssen wir jetzt irgendwie durch? Wir kriegen das hin. Aber man sieht nichts. Hallo Spiel. Hör auf zu speichern. Du musst nicht alle 2 Sekunden speichern. Es ist halt die Frage, ob ich überhaupt an meine Leiche komme. Wo lichten die überhaupt? Da hinten. Komm, mach Eier. Na, totes Kito wäre jetzt schlecht. Da müssen wir weg. Echt? Sind wir hier oben gestorben? Oh nein! Hau den Scheiß raus! Heb hier nichts auf, was du gerade nicht brauchst, ey.
Schleichen, schleichen. Okay, jetzt könnte klappen. Aber ich befürchte fast, dass wir wieder nicht unsere Rüstung wiederbekommen. Ja. Warum ziehst du die denn nicht an? Was ist denn das, Mensch? Ziehe das jetzt an, Mann. Man kann halt hier nicht runterscrollen, ne? Ihr hattet gesagt, dass man normalerweise, wenn man mit dieser Mod arbeitet, hier irgendwie runterscrollen kann. Aber ist nicht, Leute. Obwohl, das muss hier gar nicht sein. Ja, zum Glück haben wir den noch. So, das hier haben wir noch. So, den Rest können wir doch jetzt einfach looten, ne? Das hier hin, das hier hin. Das hier hin, die Pfeile hier drin. Ne, wo sind denn unsere Pfeile? Okay, die Pfeile sind... Ne, hier sind sie. Alles gut. Das haben wir auch noch. Das ist so, Leute. Geht doch. Geht doch! So, das haben wir auch noch. So schlimm ist es gar nicht. Wieso habe ich in den Bogen noch einstecken? Okay. Sorry, Leute, dass ich da manchmal so gereizt bin, aber ich glaube, ich bin grundsätzlich... Ich habe vorhin noch mal kurz Elden Ring gezockt. Deswegen bin ich grundsätzlich gereizt. Nehmt's mir nicht übel. Ich bin halt so. Eigentlich bin ich ein Lieber. Oh, nee, ist jetzt hier alles wieder nachgespawnt, Leute? Warte mal, ich gucke jetzt. Hier muss doch irgendwo eine Kiste sein. Stand hier nicht vorne noch ein Turm? Haben sie den abgerissen? So, genau. Kommt mal mit. Muss die erstmal weglocken. Oh ja, du machst einen Schaden. Oh oh. Steck die Waffen weg und renn. Renn bitte. Vielen Dank. Ich komme da nicht rein in dieses Dorf, Leute. Das kann doch alles nicht wahr sein. Bin ich denn noch so schwach? Was wäre denn die nächstbeste Rüstung? Alter, wer schießt denn hier auf mich? Ja, jetzt stirb bitte. Er will nicht sterben. Jetzt. So, du kriegst jetzt auf den Sack. Komm mal her. Oh, meine Fresse. Hast du Loot liegen lassen? Ich kann doch nicht so schwach noch sein gegen die Typen. Guck mal, was hier noch rumsteht. Ah, hier ist so eine Kiste, Leute. Ich brauche doch nur Zwiebelsamen. Gerste. Es ist Gerste, Leute. Ist wieder einer mit Stern. Oh, ey, wie viele hier sind. Oh, ich wünschte mir jetzt was mit Flächenschaden irgendwie. Oh, ey, wo wollt ihr denn hier hin? Eure unfaire Kampfweise ist echt scheiße mit eurem Rumgeseppel. Ey, kommt Leute, hier, die spawnen doch hier irgendwo nach, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Das kann mir doch hier keiner erzählen. Guck doch mal, wie viele das sind. Ich habe überhaupt keine Chance, irgendwie reinzukommen in dieses Lager. Ja, Mann, jetzt hör auf mit deinem Scheißgeschieße. Was ist denn das?
Oh, ey. Und dann lacht er immer noch so dämlich, der Arsch. Okay, der rennt weg, sehr gut. Gibt es hier noch irgendwelche Kisten zu looten? Hier ist keine. Hier ist eine. Ja, geh. Oh, dann macht er die Kiste wieder nicht auf. Mann! Der steht vor der Kiste, ich drücke eh und es passiert nichts. Was ist denn das? Leute! So, die umrenne ich jetzt mal. Ausdauer AD. Oh, ne. Wo ist denn mein Schild? Meine Güte. Oh, ey, und vor allem hier sind die schnell. Komm, 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 renne. Renne, 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 renne. Lass die scheiß Mücke in Ruhe. Musst einmal noch zu dieser Kiste rennen. Und jetzt steht da so ein Dicker. Ich krieg eine Macke, Leute. Ey, wir kommen da nicht rein. Könnt ihr echt vergessen. Wir kommen ja einfach nicht an irgendeine Kiste ran. Da ist so ein scheiß Arsch. Okay, der ist weg. Oh, diese Mücke macht mich auch wahnsinnig. Oh Gott, wie viel sind das? Steck die Waffen weg und renn, komm. Leute, das wird nichts. Ich komme da nicht rein. Also, no way. Hört doch mal auf jetzt! Ich brauche eine bessere Rüstung, um da reinzukommen. Irgendwas zu rein. Ey, die hören nicht auf. Jetzt renn. Mücke. So, du blödes Schwein, ey. Wegstecken, renn. Leute, ich komme nicht an Zwiebelsamen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die überhaupt da drin sind. Vielleicht verwechsel ich da auch was. Aber ich dachte, einer hat in den Kommentaren geschrieben, dass Zwiebelsamen in diesen Kisten sind. Die hören nicht auf, einen zu verfolgen. Das ist irre. Guck doch mal, wie lange die war. Das früher auch schon so. Das ist doch nicht normal, Leute. Ich versuch's jetzt nochmal. Ich will bloß... und wenn es nur ein Zwiebelsamen ist. So, kurz Ausdauer tanken. Da steht die Kiste. Ich will nur schnell an... oder hier ist auch eine. Keine Zwiebelsamen. Lass mich in Ruhe. Oh ne, ich komme da nicht rein, Leute. Das könnt ihr echt vergessen. Das sind einfach keine Zwiebelsamen. Vielleicht sind da Zwiebelsamen. Aber vielleicht sind da auch Millionen von diesen Fullingern drin. Guckt euch das mal an. Und da haben wir jetzt schon die andere Million haben wir ja gerade schon weggelockt von dort. Ich brauche hier so einen Flammenangriff. Irgendwas mit breiten Flammenflächenangriff. Das wäre geil. Das ist doch nicht normal mit den Typen hier. Okay, Freunde. Also, ich komme da nicht rein. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich weiß nicht, was ich brauche. Da ist noch ein Dorf. Ich brauche einfach irgendeine Alternative. Weil so geht's nicht. Es muss doch noch eine bessere Rüstung geben. Bessere Waffen als das, was ich hier habe. Oh nee, Leute, so eine Nullnummer, eine halbe Stunde versucht, Zwiebelsamen zu bekommen. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir geben das an der Stelle auf. Ist echt scheiße, aber ich kann es nicht ändern. Ich hätte ja irgendwie Bock auf eine Zwiebelsuppe oder sowas. Ich weiß gar nicht, was man mit den Zwiebeln überhaupt macht. Vielleicht brauche ich die auch gar nicht unbedingt. Ich wollte es halt bloß mal haben, aber ich komme halt nicht ran. Das könnt ihr vergessen. Vielleicht muss ich mir ein kleineres Lager suchen oder so. Sieht das kleiner aus? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal in der nächsten Folge probieren. Aber da ist wieder so ein Teerding da. Habe ich das nicht schon leer geräumt? Ne, das habe ich mir nur markiert, dass da welches ist. Na gut, Freunde. An dieser Stelle sage ich tschüss. Lasst ein Like da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Dieser Scheiß hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und holen uns dann mal die Fenris-Rüstung. Bis dahin, macht's gut. Ciao.